and that's about all i have to say tonight except for one thing the past few days when i've been at that window upstairs i've thought a bit of the shining city upon a hill the phrase comes from john winthrop who wrote it to describe the america he imagined what he imagined was important because he was an early pilgrim an early freedom man he journeyed here on what today we'd call a little wooden boat and like the other pilgrims he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace. A city with free ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still. And how stands the city on this winter night? More prosperous, more secure, and happier than it was eight years ago. But more than that, after 200 years, two centuries, she still stands strong and true on the Granite Ridge, and her glow is held steady no matter what storm. And she's still a beacon, still a magnet for all who must have freedom, for all the pilgrims from all the lost places who are hurtling through the darkness toward home. We've done our part. And as I walk off into the city streets, a final word to the men and women of the Reagan Revolution, the men and women across America who for eight years did the work that brought America back. My friends, we did it. We weren't just marking time. We made a difference. We made the city stronger. We made the city freer. And we left her in good hands. All in all, not bad. Not bad at all. And so, goodbye. God bless you. And God bless the United States of America. Hallo, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu meinem neuesten Video. Nun ja, was ihr gerade gesehen habt, war die Abschiedsrede des 40. US-Präsidenten Ronald Reagan. Ronald Reagan, seine Präsidentschaft war von 1981 bis 1989 und gilt unter den konservativen Republikanern ja so mehr oder weniger bei vielen Leuten als Jesus-Figur, also Ronald Reagan hatte schon und hat auch heute noch für viele Republikaner einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und in dieser Rede redet Ronald Reagan über The City Upon a Hill, ja, die Stadt da oben auf dem Hügel, auf dem Berg oder was auch immer, wie man das übersetzen will, und stellt halt Amerika dar als etwas Besonderes, als etwas ganz Besonderes. Aber woher kommt es? Wir kennen es ja immer wieder. Wir ärgern uns ja auch immer wieder über den amerikanischen Imperialismus. Amerika, die Supermacht, die immer versuchen will, äh, sage ich mal, ihren Einfluss auszuweiten. Amerika hat so viele Militäraußenposten auf der Welt wie kein anderes Land. Aber wir sollten uns auch mal angucken, woher das kommt. Und das versuche ich euch mal ein wenig zu erklären. Wie gesagt, das habe ich ja selbstverständlich studiert, habe mich auch sehr, sehr stark damit befassen müssen. Und es ist unglaublich wichtig und auch ein unglaublich komplexes Thema, weil ich gebe euch jetzt nur einen ganz kleinen Teil dieses, wie man auch sagt, des American Exceptionalism, also des amerikanischen Exceptionalismus. Und was heißt das jetzt genau, dieses Selbstverständnis? Ich lese jetzt einfach mal den ersten Satz aus Wikipedia vor, wie dieser amerikanische Exzeptionalismus definiert wird. Amerikanischen Exzeptionalismus, dabei handelt es sich um eine Theorie, nach der die Vereinigten Staaten von Amerika eine Sonderstellung innerhalb der entwickelten Industrienation einnehmen. So, und was ist dieses City of a Hill? Von was redet da Ronald Reagan genau? Und wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Dieses City Upon a Hill bezieht sich auf eine Rede, die ein Puritaner, der damals, ich glaube, im 17. Jahrhundert von England nach Amerika gekommen ist, ähm, der sozusagen so eine Predigt gehalten hat. Es, diese City Upon a Hill, dass Amerika oder diese Kolonie dort was ganz Besonderes ist. Also, so eine ganz neue Idee, die da oben steht. Und sozusagen, auf der das Licht scheint und selbstverständlich aufgrund der Höhe jeder sehen kann, egal wo. Das versteht ja selbst, wenn es in irgendeinem so Flachland einen Hügel gibt, den sieht man aus jeder Perspektive. Und diese Stadt sozusagen, dieses Bildnis, dieser Trope, sagt man ja auch im Englischen, das ist ganz, ganz wichtig und zieht sich immer wieder durch die Geschichte und wir hören das auch immer und immer wieder. Jeder amerikanische Präsident hat es immer wieder angeschnitten und es ist auch immer wichtig, das zu verstehen, wenn wir Amerikas Selbstverständnis verstehen wollen und auch den ihre Rolle in der heutigen Welt und warum sie auch, und das sage ich jetzt ganz allgemein, warum sie so handeln, wie sie handeln, weil wir das Selbstverständnis verstehen müssen, nachvollziehen müssen. Und diese Predigt, die John Winthrop damals gehalten hat, also im Amerika, im, in der neuen Welt, die hat er wiederum aus der Bergpredigt von Jesus. Also es ist immer ganz wichtig zu sehen, dass das Christentum gerade auch durch die Siedler damals, egal ob Puritaner oder wer auch immer da ankam, dass die ganz stark vom Christentum beeinflusst waren. Aber was? hat jetzt dieser amerikanische Exzeptionalismus generell, ja, sag ich mal, mit der heutigen Welt zu tun. Und dieser amerikanische Exzeptionalismus, den sieht man auch ganz oft in künstlerischen Werken, auch in der Literatur, damals bis heute. Und jetzt will ich euch einfach mal ein ganz, ganz wichtiges Kunstwerk zeigen, das mehr oder weniger diesen amerikanischen Exzeptionalismus darstellt. Also hier seht ihr jetzt das Bild American Progress von 1872, gemalt von John Guest, gebürtiger Preuße, Berlin geboren, kam dann natürlich nach Amerika und der hat dieses Bild American Progress gemalt. Und dabei ist es immer sehr wichtig zu verstehen, Amerika wurde ja erst im Osten besiedelt, klar, ist ja der kürzeste Weg von Europa nach Amerika. Und die Siedler gingen dann westwärts. Und wie ihr vielleicht wisst, dort die Urbevölkerung, wie sie auch teilweise auch abwertend Indianer genannt werden. Ja, weil man halt dachte, man findet den Seeweg nach Indien und dann hat man die halt fälschlicherweise Indianer genannt. Aber es waren verschiedene Stämme, verschiedene Völker. Und die wurden selbstverständlich auch vertrieben. Teilweise hat man versucht, mit denen friedlich äh, zu koexistieren. Selbstverständlich wurden die auch ausgerottet, umgebracht. Also ganz, ganz schlimme Sachen, die damals passiert sind. Aber jetzt gucken wir uns einfach nur das Bild an. Und wichtig bei solchen Bildanalysen ist es immer, erstmal, egal ob ihr an der Schule seid oder auch äh, an der Uni oder wo auch immer, schaut euch erstmal das Bild an. Und schaut euch die einfachen Sachen an. So, jetzt gebe ich euch mal ein bisschen Zeit. Schaut euch einfach mal das Bild an. Und dann fallen euch bestimmt ein paar Dinge auf. In der Schule oder Uni hätte ich euch jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, aber aus Zeitgründen machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller. Gehen wir mal ein bisschen durch. So, nach den einfachen Sachen, auch wenn ihr sowas wie Karikaturen oder sonstiges ähm, analysieren sollt, ist es immer ganz wichtig, so erstmal das Grobe anzugucken. Was sehen wir denn zum Beispiel hier? Die Himmelsdecke. Da haben wir die Sonne, die im Osten aufgeht. Und nach links hin, also Richtung Westen, also damals, wie Amerika halt besiedelt wurde, von Ost nach Westen, da ist es dunkel. Und rechts seht ihr auch einen Hafen mit Schiffe, hier seht ihr so eine Brücke. Und links habt ihr dann die Büffel, ja, also das Wildleben, die, die Natur. Dann habt ihr auf der linken Seite die Urbevölkerung, die versuchen zu fliehen nach hinten schauen. Auch der Bär hier unten links oder der Fuchs oder was auch immer das ist, die so beängstigend nach hinten schauen. Aber wo schauen die denn alle hin? Hier ganz zentral zu dieser fliegenden Frau. Das ist Columbia. Ähm, Amerika wurde so bildlich repräsentiert. Heutzutage ist es meistens ähm, die Freiheitsstatue die der Inbegriff für die Vereinigten Staaten von Amerika ist, damals so bis 1920 war es Columbia, die stand halt vor allem für diesen Fortschritt, für diese Verbreitung der amerikanischen Idee, gerade vor allem als die Grenze immer weiter Richtung Osten ging bis schließlich man an der Ostküste selbstverständlich war. Da gibt es ganz viele äh, verschiedene Sachen, die man da noch beachten müsste. Zum Beispiel äh, den Krieg gegen die Mexikaner, dass man zum Beispiel äh, bestimmte Gebiete von den Franzosen ja mehr oder weniger genommen hat. Äh, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, aber ich will das jetzt wirklich für euch auf einer ganz einfachen Ebene erstmal darstellen. Hier zum Beispiel die Schienen und die Züge, die von Osten nach Westen fahren, hier die Kutschen, die Siedler. Hier seht ihr auch ein Skelett eines Büffels. Sieht so aus, als wenn er von einem Fall getroffen wurde und da tot ist. Und dann haben wir selbstverständlich hier die Siedler, die hier Ackerbau betreiben, wie ihr sehen könnt. Also links wird es halt so dargestellt, als ob das gar nicht gibt, aber rechts sozusagen dieser Fortschritt kommt von Osten nach Westen und hier ganz vorne die Siedler, das ist glaube ich so mehr oder weniger der Inbegriff, ganz vorne haben wir jemand mit einer Flinte, dann haben wir hier die anderen Leute, jemand auf dem Pferd und hier selbstverständlich eine Person, die hier mit dem Arbeitsgerät auf der Schulter mit so einer Pickel und einer Schaufel äh, unterwegs ist und hier die ganzen Karawanen hier hinten die vom Osten nach Westen ziehen wollen. Und jetzt ist ja ganz, ganz wichtig, ganz zentral die Figur von Columbia. Was hat die denn hier in der Hand? Das ist hier so ein Telegrafenmast hier. Und die Telegrafenleine, die sie hier umschwungen hat, die natürlich nicht aufhört, die ist noch aufgerollt. Was uns ja auch zeigen will, dass es noch viel, viel weiter Richtung Osten geht. Ja, weil das Kabel so lang ist und es geplant ist, dass es so lang gezogen wird und dann hält sie hier in der Hand Schoolbook. Also sie bringt auch Bildung mit in den Osten, also weiter rein in das neue Land. Und das ist letztendlich die Interpretation oder das Selbstbild, das Selbstverständnis des damals so es in Amerika gegeben hat man redet da auch vom Manifest Destiny also das hatte glaube ein Kolumnist damals in New York wenn ich ich bin mir gerade nicht sicher aber ich werde euch auch die wichtigen Quellen ähm, top gepinnten Kommentar einfach anzeigen äh, der das mehr oder weniger dargestellt hat was ist dieses Manifest Destiny also es ist der es war der weit verbreitete Glaube dass die Siedler ja das Schicksal hatten nach äh, von Nordamerika vom Osten in den Westen zu ziehen und es sozusagen zu, ich sag mal, zu erobern. Und wer diesen Begriff geprägt hat, war John O'Sullivan, war ein Kolumnist oder ein Schreiber. Ich bin mir gerade nicht sicher, kann das gerade nicht finden. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber ich hoffe, ich habe euch einfach mal so eine Art Verständnis gezeigt, wie sich das durchgezogen hat. Und jetzt kann man bei den Vereinigten Staaten von Amerika sehr, sehr viel kritisieren, gerade den Imperialismus. Ja, warum geben die zum Beispiel so viel, warum haben die so hohe Rüstungsausgaben? Das kann man kritisieren, selbstverständlich. Aber dann darf man auf einer anderen Seite nicht vergessen, dass Amerika auch die meisten Hilfszahlungen bereitstellt, privat wie auch vom Staat Amerika mit Abstand. Amerika hat mit Abstand die höchsten Militärausgaben, aber gibt auch mit Abstand das meiste Geld für Hilfszahlungen aus, für andere Länder, die es nicht so gut haben. Und wenn man diese ganzen kleinen Sachen versteht oder sich das mal aneignet, und das will ich euch mit Hilfe dieser Videos, diesem Verständnis, was ich mir mehr oder weniger angelernt habe, und auch mit der Lektüre, wenn euch das mehr interessiert, in dem Top gepinnten Kommentar, dann macht es ein bisschen mehr Sinn, auch bestimmte Reden oder künstlerische Darstellungen oder was auch immer zu verstehen, wie es heute in Amerika abgeht. Denn nur, wenn wir die Vergangenheit verstehen und gut, so gut es möglich ist, denn nur, wenn wir die Vergangenheit versuchen zu verstehen, versuchen so gut es geht zu interpretieren, dann und wissen und nachvollziehen können, was das für einen Einfluss auf die Menschen damals hatte. Wir dürfen ja selbstverständlich vergessen, das habe ich auch in meinem letzten Video gesagt: Geschichte hört ja nicht einfach auf. Es wird immer weitergegeben. Das, was eure Urgroßeltern gelernt haben, das haben sie an eure Großeltern weitergegeben. Das, was eure Großeltern gelernt haben, haben sie an eure Eltern weitergegeben. Und so weiter und so fort. Das hört ja nicht einfach nur so auf. Aber wie gesagt, das war nur ein ganz kleiner Teil des amerikanischen Exzeptionalismus, also American Exceptionalism. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema wissen wollt, lernen wollt, dann gibt es selbstverständlich im top gepinnten Kommentar noch ganz tolle Lektüre dazu. Selbstverständlich könnt ihr ja erstmal auch Wikipedia benutzen. Die ganzen Quellen werde ich da selbstverständlich auch noch verlinken. Aber wie gesagt, ich finde es unglaublich wichtig und auch unglaublich interessant, Sowas einfach zu wissen, weil so können wir auch die Gegenwart besser verstehen. Und das ist ja total interessant, wenn wir über Politik, Gesellschaftliches, äh, vom Kollektiv auf der Makroebene, Mesoebene und auch auf der Mikroebene versuchen nachzuvollziehen. Also dann, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Links sind unten in der Beschreibung zu meinem Patreon-Link oder meinem PayPal-Link. Äh, auch zu meinem Amazon Affiliate Link, wenn ihr darüber einkauft, ähm, habt ihr keine Mehrkosten, aber ihr könnt mich gleichzeitig unterstützen. Also dann, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Sally.